So, mit geheiltem Pikachu sind wir wieder auf der Route 12 ist es, glaube ich, oder vielleicht sogar schon 13, keine Ahnung. Ich habe in einer Höhle Carbon gefunden. Schön für dich, schön. Und, willst du es mir schenken, oder was ist jetzt dein Problem damit? Pfadfinderin möchte kämpfen. Goldini? Tja, ich glaube, dein Goldini wird nicht viel oder große, wird keine großen Chancen haben gegen meinen Pikachu. Es geht natürlich sofort wieder vollkommen los mit Kämpfen und was weiß ich nicht. Wenn wir diese Route hier durch haben, dann sind wir, glaube ich, auch. Ja. Denke ich, ganz gut vorbereitet für den nächsten Orden. Und es wird uns in der nächsten Stadt auch was Tolles erwarten. Und zwar ist es die Safari-Zone. Mhm. Safari-Zone, Leute. Und wir kriegen zwei neue VMs. Wenn wir uns nicht total doof anstellen. Es wird uns auf jeden Fall vieles erwarten. Ja, so viel steht schon mal fest. So, Pikachu wurde wieder ein bisschen geschwächt, leider. Jetzt sehen wir mal wieder ein kleines Seepär. Schönes Pokémon, seltenes Pokémon. Will ich auch haben. Ja, eindeutig will ich haben. Ach, verdammt! Was ich vergessen habe, mit euch zu machen im letzten Part, ist... Hab's vermasselt. Gut, das werden wir jetzt machen. Das werden wir jetzt nachholen. Wir fahren nämlich jetzt nach oben. Zurück, zurück, wir haben was vergessen. Wir haben etwas vergessen. Und zwar... Ja, dieses Angelzeug hier hat mich total abgelenkt. Und zwar müssen wir hier nochmal reingehen, in dieses Gebäude. Wir waren ja nur durchgegangen, warum auch immer. Hier müssen wir hoch. Haha. Und zwar ist hier ein Gehilfe von Professor Eich. Hallo. Erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also, Cody, hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja, klar. Super, du hast 54 verschiedene Pokémon gefangen. Einfach klasse. Hier, hast du dir redlich verdient. Cody erhält Detektor. Auf dem Boden liegen oft Items, die man nicht sehen kann. Der Detektor spielt Items in der Nähe auf, allerdings ortet er nicht die exakte Position. Du musst dich gut umschauen. Moment. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass man hier den EP-Teiler bekommt. Wo bekommt man denn den EP-Teiler? Nicht doof? Ich muss gerade mal überlegen. Bekommt man den beim nächsten Durchgang? Kann sein, wir warten einfach mal ab und sprechen nochmal mit ihm hier. Ich suche nach Nidorino. Tauschst du es gegen Nidoran? Tut mir leid, ich habe keins. Sonst würde ich ja gerne tauschen. Wir können ja generell mal gucken, was wir nicht alles hier noch tauschen können. Werden wir irgendwann mal machen. Also, dass wir einfach mal jeden Tausch gemacht haben, warum nicht? Irgendwann. Erinnert mich dran, wenn das Let's Play fast zu Ende ist. Erinnert mich bitte dran, dass ich nochmal tauschen gehe. Mir die Pokémon fange, die die Leute haben wollen. Und dann, ja, die Tauschvorgänge auch mache. Eingehe, vollziehe, wie auch immer. So. Kommt es übrigens nur mir so vor, dass es bei diesem Let's Play immer so kleine Minilags gibt, alle 4 Sekunden oder so. Ich weiß nicht wieso. Wenn ich es aufnehme, es läuft bei mir auf PC flüssig, es wird auch flüssig aufgenommen, es wird auch flüssig gerendert. Auf YouTube sieht es nur irgendwie so aus, als würde es immer so Minilags haben. Und ich frage mich, warum das so ist. Wenn ihr Erfahrung habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich kann zwar jetzt im Nachhinein eh nicht mehr ändern, aber für kommende Projekte wird es sicherlich hilfreich sein. Bei meinem alten Let's Play, glaube ich, war es nicht so, bei Pokémon Rot. Also ich habe echt keine Ahnung. Dauboga. Schönes, starkes Pokémon. Aber gegen Elektro natürlich auch keine Chance. Tja, das ist der Nachteil von Vogelfängern und Anglern. Die haben halt Wasser-Pokémon und Flug-Pokémon. Und dagegen sind wir halt gut gewappnet. Da habt ihr wohl Pech gehabt, Leute. Ich werde euch alle wegfegen. Alle. Allesamt. Ihr habt einfach keine Chance. Bam, badam, bam. Was haben wir eigentlich von... Eisen war das, ne? Eisen hatten wir eingesammelt. Mhm. Ach du Scheiße, hat die viele Pokémon. Ach du Scheiße. Mauzi kriegt einen Sternschauer. Einfach nur, weil wir nicht mehr viel Donnerblitz haben. Und Donnerblitz werden wir uns aufheben. Angriff sinken, Scheiße. Angriff sinken ist nicht cool. Überhaupt nicht cool eigentlich. Aber bitteschön. Wenn du dich da besser fühlst. Ich bin Level 32.
Werden die RP eigentlich wieder aufgefüllt, wenn man Level steigt? Ich glaube nicht, oder? Wäre ein bisschen komisch. Ne, hören sie nicht. Gut. Nochmal ein Sternschauer. Also es eignet sich wirklich gut, dass Pokémon, die zum Beispiel ein bisschen vernachlässigt wurden hier beim Leveln, zum Beispiel wie dieses Pikachu, dass die dann so eine Route komplett alleine eigentlich plätten können. Also ist schon nicht schlecht. Ein Pikachu? Wieso hast du ein Pikachu? Okay, gegen Pikachu gehen wir einfach mal mit Machomai vor. Muerto, du machst mal bitte einen Fußkick. Ja, Hokzuki kommt natürlich zuerst dran, ist klar. Oh, ich frage mich echt, was dieses Pokémon für Probleme hat mit seiner scheiß Treffsicherheit. Weil liegt es an der Attacke, dass sie nicht immer trifft? Entweder liegt es am Pokémon oder an der Attacke. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich habe schon fast das Gefühl, dass es an dieser Attacke liegt. Schreibt es mir in die Kommentare. Falls ich gerade was anderes gesagt habe. Ich habe irgendwie so ein mega Kurzzeitgedächtnis bezüglich der Sache, die ich gesagt habe. Oh, ich habe verloren. Wo sind wir denn jetzt? Route 13, okay. Norden, Stille Brücke. Gut, dann lag ich ja richtig. Mit der Vermutung, dass das noch Route 12 war. Oh, und hier wollen wir natürlich auch jeden besiegen. Wir möchten dich gern kennenlernen. Achso, meine niedlichen Pokémon oder sowas hat sie gesagt. Möchten mich kennenlernen? Also, du wirst mir hoffentlich nicht böse sein, wenn ich sie besiege, oder? Da-dam, bam, 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 ba-dam, bam. Ah, scheiße. Oh, knapp. Ich war gerade noch am Überlegen, soll ich zuerst Donnerblitz einsetzen oder soll ich mich erst heilen? Er hätte mich vielleicht erst heilen sollen, aber wir haben es ja zum Glück noch überlebt. Ja, ich möchte Pokémon tauschen. Zwar werden wir jetzt Muerto ein bisschen einsetzen zwischendurch. Einfach nur, damit er mal in die Routine des Kampfes kommt. So, machen wir mal Karateschlag. Gucken, ob das auch nicht trifft. Doch, das trifft sofort. Gut. Liegt dann wohl wirklich am Fußkick. Blöde Attacke, aber wenn man dann trifft, macht die auch ordentlich Schaden, ne? Muss man ja einfach zugeben. Krass. Mit One hätten wir auch alles, obwohl es nicht mal sehr effektiv ist. Nein, möchte ich nicht tauschen. Mach mal einen Fußkick. Bam. Krass. Nicht effektiv. Alter. Wow, du hast mit Leichtigkeit gewonnen. Ja, das habe ich wohl. Machen wir nochmal einen Supertrank hier auf Pikachu. So. Ein Äther können wir eigentlich auch mal einsetzen, aber noch haben wir ja Donnerblitz. Das heißt, wir brauchen es noch nicht. So, hallo Tante. Tante Göre oder so. Wow, deine Orden sind super cool. Trage ich die so öffentlich? Ich meine, Ash hatte damals so eine. Wie nennt man das denn? Kartusche? Auf jeden Fall so ein Teil, was man aufklappen kann, wo die Orden drin festgeklemmt waren. Macht ja auch Sinn eigentlich, ne? So Orden in so einem Schutzteil aufzubewahren und dich am Gürtel zu tragen oder so. Aber ich prahle hier anscheinend in diesem Spiel rum und hab's ja an meinem T-Shirt befestigt oder so. Sonst würde sie es ja nicht sofort sehen. Das hat nicht ganz gereicht. Yep, das hat wirklich nicht ganz gereicht. Ist das ein Doppelkampf? Nein, ne? Doppelkämpfe gab es damals noch nicht. Bim, bim. Natürlich werde ich mit dir spielen. Bitte? Wenn du willst. Ach nein, nicht so eine. Eine Schönheit. Du bist nix schön. Nein, nein, nein. Bist du. Sternschauer! Ach, Rutenschlag. Das war nicht so taktisch von dir. Nicht klug. Bra, ba, ba. Oh, noch ein Pikachu, ja. Ja, ich wechsle. Macht ja keinen Sinn, mit Pikachu gegen Pikachu zu kämpfen.
Und dann machen wir einfach mal wieder Fußkick. Ja, Sternschauer ist schön, zieht mir aber, glaube ich, nicht viel ab. Alter, der hält richtig viel aus. Der hält richtig viel aus hier. Könnte ein richtiger... Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. mir fallen die Begriffe alle nicht ein. Was ist denn los? So, besiegt. Und danach kommt direkt die nächste kleine... Schönheit hier. Also, wenn man sich das Sprite anguckt, dann denkt man echt, das ist so eine Oma. Und wenn sie dann im Kampf sind, heißen sie Schönheit und sehen komplett anders aus. Weil es sieht einfach aus wie so ein Kopftuch oder so, aber das sind die Haare. Das ist nicht schön, nicht schön umgesetzt. Nein, nein. Das ist nicht schön. Hallo Pipi. Was hat Pipi eigentlich hinten am Rücken? Sind das so kleine Flügel oder was soll das sein? Ach nein, dein Ernst. Wirklich dein Ernst? Du willst mich echt einschläfern? Und ich bin sofort wieder aufgewacht. Das ist natürlich top. So, Pipi dürfte besiegt sein. Ja, Sternschauer. Ba-ba-da. Und was hast du noch? Ach, Mauzi, okay. Ja, komm, wechseln wir wieder zu Murto. Murto regelt, regelt das, Alter. Das ist übelste Kante. Fußkick! Weil Fußkick bei ihm irgendwie, glaube ich, scheiße aussieht. Der hat ja eher so Oberkörper trainiert. Oder? Komm, wir gucken uns jetzt nochmal sein Sprite an. Einfach nur so, weil ich gerade Lust habe. Ja, ja. Was? Das war schon alles? So. Wo bist du? Dein Sprite. Ja. Ich glaube, die Beine sind nicht unbesonders trainiert. Wo man hier eigentlich fast gar nichts erkennen kann. Weil das Angriff 108, Verteidigung 79. Gucken wir im Vergleich mal Melvin an. Angriff 6. Er hat hohen Endet und hohe Spezial. War klar. Psycho halt. Und Pikachu hat. Ah, hohe Endet, aber sonst alles niedrig. Also eigentlich kein so gutes Pokémon. Aber das wissen wir ja auch, ne? Ist ja nicht so, als würde mich das jetzt überraschen. So, was steht hier? Tipps für Trainer. Drücke Select, um die Position von Items im Menü zu tauschen. Ach echt. Danke für diesen tollen Tipp. So, was kann man denn hier fangen? Route 13. Können wir hier irgendwas Neues fangen? Ditto könnten wir hier fangen. Ah. Nur Ditto. Ditto wäre hier ein neues Pokémon. Sehr selten übrigens. Das heißt, dafür müssten wir ein bisschen hier rumlaufen. Können wir aber durchaus machen. Und dann können wir hier ein Ditto fangen. Sofern das zur Route 13 zählt. Kann sein, dass es zur Route 12 zählt. Bin mir da gerade nicht sicher. Ja, ich glaube, das zählt zur Route... Ja, oder? Ach komm, wir gehen einfach weiter. Wir können das da vorne, glaube ich, auch noch fangen. Das zählt ja dann auch noch zur Route 13. Badada, badadada. Oben lang. Hier können wir nämlich, glaube ich, noch kämpfen. Ja. Wunderbar. Ich bin unterwegs und habe Rückenwind. Oder so. Auf Route 14 und 15 können wir nämlich auch Ditto fangen. Und Omund kann man da fangen, aber leider nur in der gelben Edition. Also, wir können es nicht fangen. Aber wir können Blutzug entwickeln, dann haben wir auch einen Omund. Da haben wir eine Motte. Brumm, bam. Kann man Äther eigentlich auch mitten im Kampf einsetzen? Ich glaube schon, oder? Hier gibt es so richtig viele Trainer auf diesen Routen. Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Nein, ich möchte nicht wechseln. Aber ich muss gleich ein Äther einsetzen. Weil ich kein Donnerblitz mehr habe. Unglaublich. Erreicht Level 33. Agilität. Ich glaube, Agilität brauchen wir nicht lernen.
Oder sollen wir es lernen? Nee. Da behalte ich lieber das Paralyse-Ding. Nee. Ein AP haben wir nicht bekommen durch die Weiterentwicklung. Das heißt, wir brauchen jetzt den Äther. Pikachu. Welche Attacke? Donnerblitz. Weil dann brauchen wir nicht zurück zum Pokécenter gehen. Es gibt 10 AP. Sollte erstmal reichen. Andere Pokémon außer Flug und Wasser können wir ja mit Sternschauer noch besiegen. Ja, hoffen wir einfach mal, dass nicht mehr als jetzt noch 9 Flug- und Wasser-Pokémon auf uns zukommen. Dann klappt das. Und zur Not können wir auch immer noch das Pokémon wechseln. Pikachu wurde ja jetzt schon relativ gut trainiert, muss man ja echt sagen. Es war auf Level 28, 29, irgendwo da war es, als wir angefangen hatten. Alter, wie lang ist denn das? Mit Pokémon starke Attacken erlernen, muss man TMs einsetzen. Schon wieder Vogelfinger, top. Mit Taubsi. Taubsi, Taubsi. Und dieser Ruckzuckhieb ständig. Echt jetzt? Wie oft wir einfach einen Supertrank einsetzen müssen. Aber solange unser Pikachu nicht stirbt, ist ja alles in Ordnung. Weil einen Beleber habe ich, glaube ich, nicht dabei. Mit Beleber oder Top-Beleber kann man seine Pokémon halt wieder beleben, quasi, also kampffähig machen. Und es wird, glaube ich, zur Hälfte oder komplett gefüllt. Und die Statuseffekte sind auch weg. Also, glaube ich, sowieso weg, sobald ein Pokémon besiegt wird. Aber YOLO! Nur so zur Info für euch. Falls ihr es noch nicht wusstet. Sollte man sich zum Beispiel für die Pokémon-Liga kaufen, kann sehr nützlich sein, Pokémon einfach wieder kampffähig zu machen. Denn sobald alle Pokémon von einem besiegt sind, weiß ja eigentlich jeder... Scheiße. Kann man nicht wirklich kämpfen. So. Also sobald Trainer aus dem Bild sind, bewegen sie sich wieder an ihre Ursprungsstelle. Das ist natürlich doof. Oder sobald man wieder einen Kampf gemacht hat, kann natürlich auch sein, dass es daran lag. Aber auf jeden Fall konnte ich da gerade nicht mehr herlaufen. Das war doof. Volltreffer hat es gelandet, das Taubsi. Warum hat er auf Level 26 noch Taubsi? Lass es doch entwickeln. Verstehe ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Aber ich möchte einen Trank einsetzen. Einen Trank. Damit dieses eklige Geräusch endlich wieder weg ist. Ich hasse dieses Geräusch. Dieses Didüng, Didüng, Didüng. Oh, krass. Nur noch 4 und dieser Typ hier hat noch 4 Pokémon oder 3. Müssen uns mal AP Plus kaufen. Obwohl Pikachu ja eh nicht in unserem Endteam bleibt. Und die Route ja auch bald zu Ende ist. Ja, AP Plus ist auf jeden Fall sehr sinnvoll bei Attacken wie Psychokinese, also bei so Spezialattacken, Hydropumpe, Feuersturm, Donner, was gibt's noch? Geofissur, Erdbeben, bei solchen Attacken halt. Solarstrahl. Das sind so die Spezialattacken, die mir jetzt zumindest gerade einfallen. Hallo? Was schaust du so dumm aus der Wäsche, hä? Sei mal freundlicher zu mir, ich hab dir nichts getan, Alter. Ein Biker, ja, kein Wunder, dass der unfreundlich ist. Smogon! Da wechseln wir. Da brauchen wir unseren letzten Donnerblitz nicht einsetzen. Machen wir mit Mikli. Mikli. Du machst nämlich jetzt einen Psychstrahl drauf oder eine Konfusion oder was auch immer du kannst. Ich glaube, sie kann auch Psychstrahl. Ja. Perfekt. Sollte One-Hit sein, hoffentlich. Ba-ba-da. Kommt uns einfach total zum Nutze, dass wir einfach schon weiter gelevelt hatten. Ja, ja. Das ist gut. Das macht uns die Route um einiges einfacher. Stellt euch mal vor, wir wären jetzt erst auf Level 30 und müssen diese ganzen Trainer alle nacheinander besiegen. Das, ja, hätte echt schwer werden können. Durchaus. Und da kommen ja noch einige Gegner. Wir sind ja noch nicht am Ende. Noch lange nicht bei der nächsten Stadt.
Da kommen noch einige Trainer. Wahrscheinlich müssen wir sogar vorher noch in die nächste Stadt zum Poké-Center. Ja, könnte gut sein. Ich habe, ach egal, wir haben den Trainer besiegt. Das heißt, lasst eine Bewertung da, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Zack, Getriebeschaden. ja, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Lasst einen Kommentar da. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.